Boxgala Reutlingen auf RTF 1. Präsentiert vom Autohaus Neckaralb. Ihr Schlüssel zum neuen Fahrgefühl. Hallo und willkommen zum Sportmagazin am Freitag. Time to say goodbye hieß der Headliner zu dieser Boxgala in der Reutlinger Stadthalle. Time to say goodbye für einen Profiboxer, der wie kaum ein anderer diese Sportart im Sendegebiet in den letzten Jahren geprägt hat. Time to say goodbye, Björn Blaschke. Doch bevor es soweit war, hatten die Veranstalter um Michael Mayer ein sehens- und hörenswertes Programm auf die Beine gestellt. Wir konzentrieren uns auf den Reutlinger Nachwuchsboxer Viktor Daniel, die WBF-Weltmeisterin Alicia Graf und natürlich als Höhepunkt des Abends auf unseren Björni Boy im Hauptkampf. Wir gehen chronologisch vor. 110 Kilo, knappe 2 Meter, das Schwergewicht also, die sportliche Heimat des Reutlingers Viktor Daniel. Sein erster Profikampf überhaupt und gleich vor heimischer Kulisse. Sein Gegner Attila Gyen aus Budapest. Von Beginn an jedoch ein einseitiges Kampfgeschehen. Normalausleger Viktor Daniel im Vorwärtsgang, sein Kontrahent fast nur bemüht, seine Deckung zu halten. Wer war hier Rookie, wer war hier der Routinier? Fragezeichen. Man braucht keine Ausbildung als Ringrichter, um zu sehen, wohin die Richtung geht. Bittere Wirkungstreffer für den Ungarn. Der wird zuerst angezählt und dann ausgezählt. So schnell kann es gehen. Zweite Runde, 47 Sekunden, Sieg durch K.O. Was für ein Debüt für Viktor Daniel. Klare Sache somit. Gratulation. Wenn ich lockerer geblieben wäre, wäre es auch schon in der ersten Runde passiert gewesen. Aber ja, bin ein bisschen verkrampft geworden, weil ich unbedingt eine Show bieten wollte. Und ja, aber ich bin zufrieden im Großen und Ganzen. Ja, muss man ja sein nach so einem tollen Sieg. Hast du einen relativ schnellen Eindruck bekommen, dass du den heute ohne Probleme besiegen kannst? Hast du ein bisschen ausgeguckt? Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich habe mir ein, zwei Videos in YouTube angeschaut und mich dementsprechend darauf vorbereitet. Und ich wusste, dass ich besser bin. Deswegen bin ich auch ohne Angst und nicht so nervös in den Ring gegangen. Ich wusste, was kommt und ich habe mich darauf vorbereitet und habe mein Ding durchgezogen. Und die Halle hat dich natürlich auch fantastisch unterstützt. Mega, mega. Vielen Dank an alle Leute, die gekommen sind. Ich habe nicht mit so viel Zuspruch oder mit so vielen Gästen gerechnet, die jetzt nur wegen mir da waren. Vielen, vielen Dank und Hammer. Hammer Stimmung. Danke an alle nochmal. Und während Daniel Tiersch die ungarische Nationalhymne stimmgewaltig und ohne Fehler zum Besten gibt, wissen Sie bereits, was kommt. Genau, WBF-Weltmeisterschaftskampf im Bantamgewicht zwischen Alicia Graf aus Deutschland in Weiß-Rot und Kleopatra Tolnai aus Ungarn. 10 Runden, a 2 Minuten. Die 19-jährige Magyarin flink auf den Beinen und mit einer guten Technik ausgestattet. Alicia abwartend, die Kontrahentin ausgucken. Abwarten, Routine ausspielen. Klare Vorgabe von Trainer Heinz Schulz, den richtigen Moment finden, dann Intensivbearbeitung. Alicia Graf dominierte. Die Ungarin ging jedoch geschickt dem Infight aus dem Weg. Sie wusste, nochmal angezählt zu werden, dann wird's eng. Aber in Runde 5 war's wieder soweit, die boxerische Klasse der Weltmeisterin eindeutig.
aber sie rettete sich in die Pause. Der Kampf längst gelaufen, Tolnai aber mit ganz, ganz großem Kampfgeist. Sie gab nicht auf. Für manch einen fragwürdig, weshalb kein Handtuch aus der roten Ecke flog. Also ging's weiter. Werte Boxfreunde, für meinen Geschmack war es dann zu viel. Wieder anzählen, kein Abbruch, kein Handtuch, das Ganze noch einmal. In der 9. Runde war es dann soweit technischer K.O. Der einseitige Kampf hatte ein Ende. Klare Sache, alte und neue WBF-Weltmeisterin Alesia Graf aus Stuttgart. Heinz, du hast es ja schon vermutet, da kommt eine junge Kämpferin mit großem Herz. Ja, also das kann man wirklich sagen. Herz hat die ein riesengroßes gehabt. Also das war unglaublich. Es war sicher schon nach der dritten, vierten Runde klar, dass die Alesia den Kampf gewinnen wird, nach Punkten zumindest, weil sie hat einfach die besseren Treffer gehabt und hat ja fast nur getroffen. Aber dass sie so lange durchhält, dass sie so einen Mut aufbringt mit 19 Jahren, muss ich sagen, das ist schon beachtlich. Also ich hoffe, dass sie sich boxerisch noch ein bisschen entwickelt, weil die Härte und das Herz einer Boxerin, das hat sie mit Sicherheit. Das hat sie absolut. Alesia, du hast den Kampf von Anfang an dominiert. Die ersten zwei Runden vielleicht noch ein bisschen geguckt und dann aber volle Hämmer drauf los. Nee, auf gar keinen Fall volle Hämmer. Also ich habe schon angeguckt, ich muss mich schon anstellen, ja, wie die Gegnerin überhaupt funktioniert. Natürlich wollte ich schon irgendwann Schluss machen, aber irgendwann zeigen. Aber wie gesagt, ich hatte schon nachgelassen mit Kondition und alles, das habe ich schon gemerkt. Und wie gesagt, sie ist ganz sehr runterzukriegen. Sie war fast fünfmal am Boden. Das ist unglaublich, das habe ich auch noch nie erlebt. Aber wie gesagt, die Erfahrung zählt, physisch zählt und endlich mal hat sie auch einmal nicht so aufgestiegen, ist sie nicht mehr aufgestiegen. Großes Kämpferherz, wie könnte man Björn Blaschke besser beschreiben als mit den Worten von Heinz Schulz. Björny Boy auf seinem letzten Gang in den Ring, der ihm doch Jahrzehnte so viel bedeutet hat. Auf vieles musste er verzichten, eiserne Disziplin und die Fähigkeit, sich plagen zu können, essentiell. Stundenlanges Techniktraining, wochenlange Trainingslager, akribisches Studieren der Gegner. All das ist Boxen im Profibereich. All das ist Björn Blaschke. Profi. 43 Profikämpfe, doppelt so viel wie Björny Boy, 90 Kilo, 1,83 Meter Normalausleger. Aus Merseburg die Daten zu Marco René Angermann. Der finale Fight kann beginnen. Letzte Streicheleinheiten vom Team Blaschke, Sigi Blaschke, Marc Schmid und Nenad Drinic. Zehn Runden hat 3 Minuten, Cruisergewicht also bis 90,72 Kilogramm. Erstmal abschnuppern von wegen. Marco Angermann gewohnt direkt. Björny aber stets Herr der Lage. Ja,
Der Respekt voreinander durchaus angebracht, eine Unachtsamkeit und du fällst. Die große Stärke Blaschkes aus dem Nichts, wie getaktet, ein Inferno an Rechts-Links-Kombinationen. Dann wieder zurück in den Infight. Erste Runde geht an die blaue Ecke, die Blaschke-Ecke. Klare Vorgabe vom Trainerteam, den Kampf kontrollieren, keine unnötigen Aktionen riskieren. Notfalls gehen wir über die komplette Distanz. Björn Blaschke eindeutig aktiver. Auch die Runde geht an ihn. Ruhig und besonnen bleiben, das kann noch ein langer Abend werden. Runde 3, dasselbe Bild, Björni eindeutig im Vorwärtsgang. Aber aufgepasst, im Boxen kann es ganz schnell gehen. Der letzte K.O. von Björni Boy, Fragezeichen. So war's dann. Technischer K.O. Was für ein Abschiedsgeschenk, zumindest fürs Team Blaschke. Wir lassen Sie mit den Emotionen alleine. Diese Bilder sprechen für sich. Da ist eine Menge abgefallen. Das hat ihn über seine ganzen 28 Jahre währende Boxsportkarriere ausgezeichnet. Respekt und Anerkennung für seine Gegner. Egal in welche Richtung die Kämpfe auch liefen. Auch er hat diesen Sportsgeist erfahren. Auch für sein großes soziales Engagement ist Björn Blaschke bekannt. Selbst in der Zeit der großen Triumphe denkt er an andere, denen es nicht so gut geht. Vielen, vielen Dank an alle, die wo da waren, an alle, die meine Wegbegleiter, an mein Team, an meine Familie, an RTF1, an alle Medienkooperationspartner, an alle Freunde. Es ist nicht selbstverständlich, dass alle in einem Strom schwimmen. Das ist Wahnsinn. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die wo mir immer die Daumen gedrückt haben, an alle, die wo mich unterstützt haben. Alle Partner, einen riesen Dankeschön. Ich verneige mich von euch. Das ist absolut krass. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr alle Björni, du hast heute bewiesen, dass du ein großer Mensch bist. Dir ging es heute nicht nur um den Sport, sondern du hast auch viele Dinge in die Wege geleitet, eben für Menschen, denen es nicht so gut geht. Da werden Boxhandschuhe versteigert, da wird gespendet. Ich glaube, das ist der andere Björn Blaschke, den es eben auch gibt, neben dem Leistungssport. Selbstverständlich. Das ist eine Ehrensache. Sportler müssen auch untereinander sich unterstützen. Ich bin der Letzte. Ich bin absolut der Letzte, wo nicht den Leuten hilft, wenn sie ein Problem haben, wenn sie eingeschränkt sind oder. Ich bin für jeden da. Ich kann sagen, und mein Team, die wo 1:1 hinter mir stehen, neben mir stehen, meine Familie weiß definitiv, dass wenn man mein Herz berührt, bin ich zu 1000% da. Ich mache das möglich. Irgendwas mache ich möglich, wenn nur kleine Akzente. Aber die kleinen Akzente, das ist das, was einfach ausmacht. Und wenn jeder einen kleinen Akzent setzt, dann wird es auch zu einem großen. Die Boxgala Reutlingen auf RTF1. Präsentiert vom Autohaus Neckaralb. Ihr Schlüssel zum neuen Fahrgefühl.